Herzlich willkommen bei Dirk's Home Photography. Auf in ein weiteres Video zum Tagebuch eines Fotografen. Heute sind wir angekommen im Monat Juli. Das heißt, was haben wir im Monat Juli gemacht? Im Juni viele Hochzeiten, Spanien. Jetzt im Juli geht es weiter mit den Hochzeiten. Ich blende mal hier ein paar Bilder ein. Ich mache, wenn ich Hochzeiten fotografiere, gibt es immer eine Online-Galerie, wo die Paare und die Gäste sich die Bilder angucken können. Und ich mache das immer in mehreren Galerien. Das heißt, eine Galerie besteht aus 5, 6, 7, 8, 9, 10 einzelnen Galerien. Es geht los mit Getting Ready, das heißt Haare, Make-up, Kleid, das Anziehen. Pärchenshootings heißt bei mir Auf die Liebe. Die Bilder aus der Kirche ist ein Kapitel, das heißt Ja, ich will. Abends an der Location heißt Zusammen mit Freunde und Familie. Wenn der Tanz losgeht, die Bilder sind in dem Kapitel Ab auf den Dancefloor oder Ab auf die Tanzfläche, sodass man den Hochzeitstag nicht in einer Galerie hat, sondern in 6, 7, 8, 9 oder 10 und eine Galerie dann noch Best of in Schwarz-Weiß. Ich zeige euch mal hier eine Übersicht, wie das aussieht. Und hinter jedem Bild steckt im Grunde genommen eine große Galerie. Was haben wir noch gemacht? Wir waren wieder in Spanien. Im Juni waren wir in Tarifa, Cádiz, Marbella. Das ist alles westlich von Malaga. Im Juli waren wir östlich von Malaga, in Neja, da wo Anna herkommt. Und was wir da fotografisch gemacht haben, ist, da wir jetzt das Baby haben, können wir nicht mehr so fotografieren wie noch vor einem Jahr. Und dieses Mal hatten wir Annas Eltern, die mal das Baby genommen haben. Anna hatte sich ein Kleid gekauft im Februar, glaube ich, Februar, März, April. Und sie hat das angezogen, Haare, Make-up gemacht und dann sind wir rausgegangen, Flamenco-Shooting. Ich hatte eine Kamera, ein Objektiv, die 6D Mark II, die gerade filmt, mit automatischer Gesichtserkennung. Hier mit 50 mm f1.4. Bing, bing. Und in Spanien hatte ich das 85 mm 1.2 dabei. Und alle Bilder, die ich dir jetzt zeige, sind mit dem 85 1.2 von Canon gemacht. Meistens sogar bei f1.2. Es ist sehr schwierig zu fokussieren bei f1.2 über die herkömmliche Weise. Durch den Sucher gucken, Fokuspunkt auswählen, Klick. Das ist sehr schwierig. Was aber einfach ist, ist wie hier, diesen Dual Pixel AF zu benutzen. Das heißt, ich fotografiere über den Screen, über den Live View. Du siehst aber, wie verschwommen meine Hand hier ist. Bei F1.4. Das heißt, ich fotografiere über den Live hier und die Kamera erkennt automatisch, wo das Gesicht ist, so wie hier jetzt auch. Mein Gesicht bleibt scharf, egal was passiert, selbst wenn jetzt im Hintergrund sich was ändert. Und wir haben Bilder gemacht im Flamenco-Kleid. Das war wirklich cool. Und ich hatte eine zweite Kamera dabei zu der 6D Mark II und das ist, hat mich wirklich begeistert, dieses iPhone X. Und was daran so schön ist, ist der Porträtmodus. Du hast im iPhone X zwei Kameras im Grunde genommen drin. Einmal den Weitwinkelbereich mit der Kamera, wie fast jedes Smartphone hat, einen Weitwinkel, 28 mm, 24 mm, 35, irgendwie so ungefähr. Und dann hast du den Porträtmodus, was so von der Wirkung her aussieht wie ein 50 mm, 58 mm Objektiv mit verschwommenem Hintergrund. Und das hat so gut funktioniert. Kleine Kamera. Du musst mal gucken, das Objektiv, was ich hier jetzt drauf habe, 50 mm 1.2, ist ein tolles Objektiv, aber wie groß das ist im Vergleich zum Objektiv am iPhone. Das Objektiv am iPhone ist so groß wie ein Centstück. Und das Objektiv, was hier dran ist, wiegt ein halbes Kilo. Und wenn du das mal vergleichst, wie weit Handykameras gekommen sind mit der Hinzunahme von Technologie, das heißt, dass die Software mitarbeitet, was ist Vordergrund, was ist Gesicht, was ist Hintergrund, was soll verschwommen werden. Und das iPhone X hat mich so begeistert, du kannst Bilder machen mit verschwommenem Hintergrund. Du hast die Kamera immer dabei, du hast ein Weitwinkelobjektiv mit drin und ein Porträtobjektiv, beides im einen mit dem Porträtmodus. Du hast alle Bilder sofort fertig bearbeitet mit einem Klick, weil du diese Voreinstellungen auswählen kannst, die alle schon gut aussehen. Schwarz-Weiß-Bild, warmes Bild, alles ist mit drin, mit einem Klick, keine Einstellung muss man mehr machen.
Du kannst die Bilder direkt hochladen, du kannst sie weiterschicken, du kannst sie im Nachhinein auch in einem anderen Look kreieren, ohne Probleme, wenn du das möchtest. Und das hat mich so begeistert. Ich bin überhaupt kein Fan von Smartphone-Fotografie. Ich habe ein Handy, das nutze ich seit 2013, das HTC One M8. 5 Jahre habe ich das. Immer noch. Das ist, was ich immer nutze. Und das ist schon so alt, da würde kein Teenager mehr mit rumlaufen, mit so einem alten Ding. Und ich habe das noch, weil kein Handy seitdem mich irgendwie interessiert hat. Jetzt das iPhone X finde ich so gut, dass ich sage, mal gucken, was Apple jetzt Anfang, Mitte September rausbringt als neues Handy. Apple bringt jedes Jahr ein Handy raus. Wir sind jetzt im September 2018. Das heißt, das iPhone X ist schon alt. Jetzt kommt die neue Generation und ich bin gespannt, was da kommt. Also das hat mich begeistert. Ich packe dir mal die Bilder vom 85mm Objektiv an der Canon-Kamera rein und die Bilder von dem iPhone X, damit du dir ein Bild machen kannst, wie krass eigentlich die Bildqualität geworden ist im Smartphone. Und was ich da mir dachte, wäre, wie geil wäre, also die Innovation, die Kameras jetzt machen können. Die Kamerahersteller bewegen sich alle immer mehr in der technischen Ebene. Mehr Megapixel, besserer Autofokus, mehr Dynamikumfang, tüdel-tüdel-tü. Es ist immer im Kreis. Canon, Nikon, Sony, Fuji. Was die Kamerahersteller machen müssen, ist eine Möglichkeit einzubauen, direkt Facebook, Instagram im Handy zu haben. Direkt Bildlooks draufladen zu können, die man selber vorher zum Beispiel in Lightroom festlegen kann. Looks in Lightroom festlegen, die als JPEG-Profil in die Kamera packen, dann braucht man nie wieder Bildbearbeitung. Oder für viele Fälle nicht mehr. Und das hast du mit dem iPhone alles in einem Ding. Du brauchst keinen Computer, keine Bildbearbeitung. Und das war wirklich geil. Und ich bin wirklich kein Fan von Handyfotografie. Mein Handy ist 5 Jahre alt. Mein Datenvolumen ist 250 Megabyte. Ich zahle 40 Euro immer noch für den Tarif. Läuft jetzt aus, jetzt komme ich auf 8 GB, irgendwann jetzt im September, Oktober. Aber wie gesagt, seit 5 Jahren nutze ich das Handy, mache keine Bilder, habe keine Apps installiert, bin nie am Handy eigentlich, weil ich immer, wenn ich zu Hause bin, bin ich am Rechner am Arbeiten, sodass ich mir gesagt habe, wenn ich das Haus verlasse, kein Internet, kein Handy-Tüdeltü. Das war der Juli. Wie gesagt, viele Hochzeiten, viele Bilder, die ich dir nicht zeigen kann. Viele Shootings auch im kleineren Rahmen, Hochzeitspaare, die wieder auf mich zugekommen sind, weil sie schwanger geworden sind, Babybauchfotos, dann Babyfotos, Familienbilder auch. Das ist so das Alltagsgeschäft und abseits davon die Reise nach Spanien, die ich dir so zeigen kann, weil das keine Auftragsarbeiten sind. Und mein Highlight, das iPhone X für Fotografie. Das war's.